Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, Beauty gab schon was länger nicht mehr. Ich war aber bei Douglas und ich habe ein paar Sachen von NYX, NYX, wie auch immer, gekauft. Und die möchte ich euch eben zeigen. So, als erstes habe ich mir drei von diesen Jumbo Eye Pencils gekauft. Einmal French Fries, Pure Gold und Joghurt. Wenn ich sie aufkriegen würde. Oh, warum gehst du dich auf? Jetzt. So. Das hier ist Joghurt. Ich werde Joghurt natürlich auch swatchen. Super schöne Farbe. French Fries. Und als letztes Pure Gold. Heißt Pure Gold, ne? Und Pure Gold erinnert mich irgendwie ein bisschen an Trick aus der Naked 3 Palette. Ja, das sind die drei Farben. Ich finde sie wunderschön und ich verwende sie eben sehr gerne als Base. Dass ich eben dann noch einen Lidschatten drüber packe. Und ich habe schon drei davon. Einmal Milk, Black Bean und Mountain Green. Milk ist einfach der weiße, Black Bean der schwarze und Mountain Green ist so ein grelleres Grün. Die sind super. Also ich hätte am liebsten alle Farben davon. Ich glaube, dass es NYX nicht mehr in allen Filialen bei Douglas gibt, aber ich hatte Glück. Und die meisten waren trotzdem leider ausverkauft. Es gab auch noch so ein wunderschönes Rostrot und ja, irgendwann möchte ich das auch noch gerne haben, weil ich stehe auf Rot auf den Augen. So, und das letzte Produkt, was ich noch gekauft habe, ist von auch NYX oder NYX, ein Born to Glow Liquid Illuminator. Der sieht so aus. Den gab es auch noch in so einem Roséton. Und das ist jetzt die Farbe Gleam LI02 oder so. Ich weiß nicht, ob es da sonst noch andere Farben von gibt. Also bei mir beim Douglas hatten die eben nur diesen und diesen rosa stichigen. Der kommt in so einer Tube. Jetzt versuche ich euch den mal hier oben irgendwie drauf zu swatchen. Also. Jetzt wird schwierig. Oh mein Gott, ist das nicht ein Traum? Also, so sieht der sehr metallisch aus. Aber ich glaube, ihr könnt hier ganz gut sehen, wie unfassbar schön der ist. Ja, ich habe ihn heute leider nicht drauf. Ich habe ihn hier irgendwie rot. Ich weiß nicht genau warum. Ich wollte euch das aber erst zeigen, bevor ich die Sachen benutze. Ja. Das waren meine Sachen, die ich bei Douglas gekauft habe. Ich will dauernd bestellt habe sagen, aber es stimmt ja gar nicht. So. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch gefallen. Ich treffe mich jetzt mit Jessie. So heißt sie bei Instagram. Und ich schaue mir ihren Acker an. Irgendwie ist es schon ein bisschen länger her, dass ich gesprochen habe vor der Kamera. Und ich bin ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Was ich heute hier übrigens auf den Wangen habe, ist Bronze Baby. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, und kein Make-up, darum sieht man die Rötung ein bisschen, aber was soll's. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns ganz bald wieder und ich sag bis dann. Tschüss!